steckt ihr? Wo habt ihr euch verkrochen? Die Guten zu uns. Blaumann Personaldienstleistungen. www.blaumann-trier.de. Hallo und herzlich willkommen bei Volksfreund TV. Die Themen des Tages aus der Region im Überblick. Gerolstein, eine Welt für sich. Tische, die ohne Nägel und Schrauben auskommen. Aussprache vor dem Überlebenskampf. Die Westeifel-Werke, in denen hunderte behinderter Menschen täglich ihrer Arbeit nachgehen, sind eine kleine Welt für sich. Volksfreund TV-Reporterin Katharina Hammermann hat sich im Gerolsteiner Werk umgesehen und ist dabei auf Menschen gestoßen, die täglich neue Erfindungen machen, damit die Behinderten gut zurechtkommen. Die Westeifel-Werke in Gerolstein. Seit rund 30 Jahren gehen behinderte Menschen hier in geschütztem Rahmen freiwillig einer Arbeit nach. Sie drehen Dichtungen auf Schrauben, bedienen Maschinen oder bauen in Teamarbeit komplexe Teile für die Autoindustrie zusammen. Doch es geht hier um weit mehr als nur darum, Behinderten einen Arbeitsplatz zu geben. Die Westeifel-Werke sind eine klassische Werkstatt für behinderte Menschen. Wir haben die Aufgabe, einerseits behinderte Menschen mit Arbeitsplätzen zu versorgen und sie zweitens in ihrer Persönlichkeit ganz entschieden zu fördern. Als großes Ziel verfolgen wir natürlich, behinderte Menschen für den Arbeitsmarkt, für den freien Arbeitsmarkt fit zu machen. Das geht aber natürlich nur in schon sehr wenigen Ausnahmefällen. Weil auch Menschen mit sehr starker Behinderung die Möglichkeit haben sollen, mitzuarbeiten, lassen sich die 8 Mitarbeiter des sogenannten Maschinen- und Vorrichtungsbaus täglich etwas Neues einfallen. Zum Beispiel eine Maschine, die den Behinderten das für sie in vielen Fällen schwierige Zählen abnimmt. Hier haben wir eine Maschine gemacht und gebaut, die Teile, die unsere Behinderten zusammenbauen, hinterher zu 100% kontrolliert und die wir dann an unseren Kunden weiterschicken. Das, was im Vorrichtungsbau ausgetüftelt wird, lässt die Arbeit später also leichter von der Hand gehen und macht sie in manchen Fällen überhaupt erst möglich. Die Kurzmeldungen des Tages. Talfang. 2 Menschen sind im Hunsrück bei einem Verkehrsunfall zwischen Talfang und der Anschlussstelle Mehring auf der A1 verletzt worden. An der Bütlicher Brück, eine Kreuzung zwischen den Orten Naurath und Bütlich, hatte ein Pkw-Fahrer versucht, einen Lkw zu überholen, der allerdings im selben Moment nach links abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß wurden der Fahrer und seine Beifahrerin verletzt. Beide Personen wurden mit Rettungshubschraubern und Krankenwagen in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Konz. Für die kommenden Bürgermeisterwahlen am 1. Juni in Konz hat die CDU jetzt ihren Kandidaten nominiert. Karl-Heinz Frieden, derzeit erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde im Kreis Trier-Saarburg, soll am 1. Juni seinen Parteikollegen Winfried Manns beerben. Der langjährige Gemeindechef wird neuer Geschäftsführer des Rheinland-Pfälzischen Städte- und Gemeindebundes. Einfach und genial. Wolfgang Rieger hat in seiner Diplomarbeit in Innenarchitektur Möbel entworfen, die ganz ohne Nägel und Schrauben auskommen. Sie werden einfach ineinander gesteckt. Gutes Design und größtmögliche Alltagstauglichkeit. Das waren die Parameter, die sich Wolfgang Rieger für die Entwicklung seiner Möbelserie gesetzt hatte. Herausgekommen sind bei der mit sehr gut bewerteten Diplomarbeit des Innenarchitekten an der Trierer Fachhochschule Hocker und Tische aus modernen Materialien mit einer so einfachen wie genialen Konstruktion und reduzierten Formen, die an die 60er Jahre erinnern. Das Prinzip einer Tische beruht darauf, dass ich eine rechte Konstruktion habe und die Unterkonstruktion wird als Diagonale mit 92 Grad auch zulaufend eingelegt, eingesteckt. Die ganzen Tische sind CNC produziert, das heißt kostengünstig produziert, sehr schnell produziert und die werden ohne Metallteile, ohne Schrauben, ohne Nägel
ohne Verbinder einfach nur ineinander gesteckt. Seine Möbel hat Rieger im Januar bei der renommierten Kölner Möbelmesse ausgestellt. Außerdem hat er beim Designpreis Rheinland-Pfalz mitgemacht. Seine Tische wurden in Mainz ausgestellt und in die Designpreisbroschüre aufgenommen. Auch wenn der Möbelmarkt hart umkämpft ist, Wolfgang Rieger bleibt am Ball und entwickelt seine Ideen nun konsequent weiter. Für die Trierer Basketballer geht es in den nächsten Wochen ums Überleben in der Bundesliga. Schon am Samstag steht das nächste Heimspiel gegen Ulm an. Um Team und Fans etwas näher zu bringen, hatte der Verein die Anhänger zum Fanabend in die Aulbachstuben geladen. Neben dem kompletten Team samt Trainerstab und Management folgten rund 2 Dutzend Fans der sehr kurzfristigen Einladung. Beim offiziellen Teil wurde die Ausmusterung von Center John Wharton verkündet. Anschließend hatten die Anhänger die Gelegenheit, den Spielern Fragen zu stellen. Beklagt wurde dabei die zu große Distanz zu den Spielern. Früher sei das noch anders gewesen. Wir geben als Fans und geben und geben und geben im Moment. Aber es kommt fast nichts zurück. Kapitän James Gillingham versprach dabei, dass das Team alles geben werde, um die Klasse noch zu halten. Eine kurzfristige Neuerung hat der Fanabend bereits gebracht. So soll es nach den Trierer Heimspielen wieder ein gemeinsames Treffen zwischen Fans und der Mannschaft geben. Heimat des TBB-Stammtischs wird die Gaststätte Cubiculum in der Hosenstraße in Trier sein. Der Sport wird Ihnen präsentiert von Bitburger. Fußball. Oberligist Eintracht Trier läutet am Samstag im Moselstadion die saarländischen Wochen ein. Erster Gegner ist dabei der tabellenletzte Hasborn. Anstoß ist um 15.30 Uhr. In den folgenden Spielen trifft die Weißelf auf die früheren Bundesligisten Neunkirchen und Saarbrücken. Der Sport wurde Ihnen präsentiert von Bitburger. Trier. Eine Party ganz in Weiß. Das ist Destination White, eine der angesagtesten Partys in Deutschland. Sie gastiert am Samstag, den 29. März, erstmals in Trier. Einlass wird nur ganz in Weiß gewährt. Nur Schuhe und Accessoires dürfen eine andere Farbe haben. Beginn ist um 21 Uhr. Trier. Die Band Gold Rush spielt heute Abend im Köstritzer Schwarzbierhaus in Zollauben. Die Musiker spielen internationale Folksongs, unter anderem von den Eagles oder Simon & Garfunkel. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro. Und nun zum Wetter in der Region. Am morgigen Samstag ist der Himmel meist grau. Die Sonne kommt nur gelegentlich zum Vorschein, die Temperaturen steigen aber bis auf 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag ist die Sonne ein seltener Gast. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad. Soweit die Nachrichten von Volksfreund TV. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie morgen in Ihrem trierischen Volksfreund. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis Montag! Viel Spaß und nette Leute bietet Ihnen das Internet unter http://www.imworldwidewebfreundetreffen.info/anmelden/registrieren/profil-anlegen oder einfach und abwechslungsreich unter volksfreund.de. Volksfreund.de. Klick mich.